Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, es verschwinden Menschen und das auf die merkwürdigste Art und Weise. Und das Ganze ist bekannt, schon lange bevor David Poleides angefangen hat, seine 411-Bücher zu schreiben. Schon in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts gab es Autoren, die sich mit diesem merkwürdigen Verschwinden von Menschen befasst haben. Ich habe darüber ja mal ein Video gemacht. David Poleides als ehemaliger Polizist, als Leiter von SWAT-Teams und Sonderermittler. Der ist nur der Erste, der das Ganze einmal kriminalistisch aufarbeitet und da tun sich offensichtlich Abgründe auf. Denn offensichtlich hat man in all den Jahren etwas nicht bemerkt oder bewusst die Augen davor verschlossen. Wer sich einmal wirklich eingehend mit diesen Fällen befasst, die David Poleides in seinen Missing 411-Büchern auflistet, und wer dann noch behauptet, da ist nichts, der muss meiner Meinung nach immer noch die Augen fest verschließen. Aber wie sagt eine Weisheit derer, die sich mit Mythen und Mystery befassen, es existieren Dinge in der Welt, die sind so unheimlich, so merkwürdig, unerklärlich und teils grausam, dass wir lieber so tun, als gäbe es sie nicht. Wir werden heute einmal ein paar Fälle genauer betrachten und danach muss man sich einfach die Frage stellen, wohin verschwinden all diese Menschen, die da abhanden kommen? Lauert da irgendetwas in der Natur darauf, dass irgendwann einmal jemand vorbeikommt, um dann zuzuschlagen, oder haben wir es hier mit einem außerordentlichen Naturphänomen zu tun, das wir nur noch nicht kennen? Ich glaube, es wäre fatal zu glauben, dass diese Missing 411-Fälle nur in den USA passieren. Ich denke, dass auch wir solche Fälle haben. Gelegentlich hört man mal so etwas anklingen von dem einen oder anderen Fall. Nur das Problem ist, wir kriegen keine Einblicke in die Ermittlungsakten der Polizei. Und wir haben ja auch nicht diesen Freedom of Information Act, wie in den USA, der jedem, der ein berechtigtes Interesse vorweisen kann, zum Beispiel Autoren, die Berechtigung gibt, diese Ermittlungsakten von den Ermittlungsbehörden zu erhalten. Das betrifft insbesondere Deutschland. Und wir haben ja auch niemanden, wie David Poleides zum Beispiel, der in der Lage ist, solche Fälle zu sammeln und kriminalistisch aufzuarbeiten. Oder vielmehr haben wir niemanden mit diesen fachlichen Voraussetzungen, der das Ganze mal in Angriff genommen hätte. Und so ist es eben schon sehr schwierig herauszufinden, welche vermissten Fälle in diese Kategorie der Missing 411-Fälle fallen würden und welche nicht. In den USA, wie gesagt, da macht es David Poleides und der hat für jede Menge Aufsehen damit gesorgt. Und anfänglich, da hat die USDA und die Nationalparkbehörde mit allen Mitteln versucht, die Ermittlungen von Poleides zu behindern. Es war einfach zu peinlich für diese Behörden, dass es keine allgemeine Erfassung dieser vermissten Fälle zum Beispiel in den Nationalparks gibt. Niemand dort weiß, wie viele Menschen allgemein in den Nationalparks verschwinden und unter welchen Umständen. Es gibt kein zentrales Register, es gibt nur einzelne Ermittlungsberichte der Polizei. Und die hat sich David Poleides nach einem Hinweis durch einen pensionierten Ranger einmal gegriffen und dann hat er erkannt, dass viele dieser vermissten Fälle ein bestimmtes Muster aufweisen. Und dann kamen immer mehr Fälle zum Vorschein, die in dieses Muster passen. Und mittlerweile ist David Poleides da bei 2700 Fällen angekommen. Und wenn man sich diese Fälle einmal anschaut, dann wird sehr schnell klar, die haben mal so überhaupt nichts mit, hui, da hat sich einer verlaufen und ist dann gestolpert, zu tun. Sondern diese Fälle sind nicht erklärbar. Und anfänglich, da war das Ganze so, dass man sich wirklich bemüht hat, diese Ermittlungsergebnisse von David Poleides irgendwie zu entkräften, was allerdings immer schwieriger wurde. Mittlerweile ist es aber so, dass immer mehr Mitglieder der Rettungsmannschaften aus zum Beispiel Nationalparks oder Ranger, die dort tätig sind, sich hinter David Poleides stellen und sagen, hier ist etwas Merkwürdiges im Gange. Und wir haben auch keine Erklärung dafür, was mit diesen Menschen passiert ist, wie sie verschwunden sind und vor allem, wie man sie in so merkwürdigen Situationen dann vorfinden konnte. Und man darf nicht vergessen, diese Leute, die Ranger und die Rettungsmannschaften, das sind Profis und die machen das zum Teil seit Jahrzehnten. Und als Reaktion darauf hat dann vor einiger Zeit die Nationalparkverwaltung
den Mitarbeitern der Nationalparks verboten, mit David Poleides zu sprechen und David Poleides zu einer unerwünschten Person in den Nationalparks zu erklären. Das scheint so deren Lösung für das Problem zu sein, aber schauen wir uns mal ein paar Fälle an. Es ist der 11. September 1952. Zwei Wanderer befinden sich im First National Forest in Idaho auf einer mehrtägigen Wanderung. An diesem Tag erreichen sie ein Tal, das in etwa 20 Kilometer östlich von ihrem Startpunkt der Red River Ranger Station liegt. Sie beschließen dort in diesem Tal, in diesem National Forest, der auch als Thornton National Forest bekannt ist, das erste Lager aufzuschlagen. Es ist später Nachmittag und der Weg dorthin, der war sehr beschwerlich, aber beide kennen sich dort gut aus. Sie waren mehrfach in diesem Gebiet schon zu Wanderungen unterwegs. Die Route war gut geplant und dies war der erste Wegpunkt, den sie erreichen wollten, was auch ohne größere Probleme außer der Anstrengung des Weges dann gut geklappt hat. Sie richteten dann das Lager ein und nachdem dies erledigt war, da sagte einer der beiden Wanderer, der 67-jährige James Metzen, dass er Wasser holen würde. Und das war auch kein größerer Akt, denn in etwa 100 Meter Entfernung, da befand sich ein kleiner Bach. Metzen machte sich auf den Weg. Sein Freund wartete im Lager, aber Metzen kehrte nicht zurück. Metzens Wanderfreund rief nach ihm, aber Metzen gab keine Antwort. Er ging hin zu diesem Bach, wo er Metzen vermutete, aber auch dort war er nicht zu finden. Nun beunruhigte ihn das Ganze und er fing an, die nähere Umgebung abzusuchen, rief immer wieder den Namen von Metzen, aber dieser antwortete nicht. Währenddessen ging langsam die Sonne unter und die Nacht kam. Metzens Wanderfreund ging zurück ins Lager. Er begann damit, ein großes Feuer zu machen. Für den Fall, dass Metzen sich verlaufen hatte, konnte er sich dann am Licht dieses Feuers orientieren. Ebenso gab er ein paar Schüsse aus dem mitgeführten Gewehr ab, in der Hoffnung, dass Metzen diese hören würde und sich an den Geräuschen orientieren würde. Aber er hatte auch gewisse Zweifel an seinem Tun, denn Metzen war ein ausgesprochen erfahrener Wanderer und so jemand verläuft sich nicht auf einer Strecke von 100 Metern, schon gar nicht, wenn man Sichtkontakt zum Lager hat. Er verbrachte die Nacht damit, immer wieder nach seinem Freund zu rufen, Schüsse abzugeben und das Feuer am Brennen zu halten, aber Metzen kehrte nicht zurück. Am nächsten Morgen ließ er alles stehen und liegen und machte sich auf den Weg zurück zu dieser Ranger Station, von der aus sie gestartet waren. Hier muss man einwerfen, dass es zur damaligen Zeit natürlich noch keine Handys gab. Und das Ganze ist eine Gebirgslandschaft und jeder, der Bushcraft macht oder auch nur Gebirgswanderungen, der weiß, dass dieser Mann sich absolut richtig verhalten hat, indem er erst einmal selbst suchte, Signale setzte, damit der Verschwundene vielleicht den Weg zurückfindet und vor allem, dass er nicht nachts durch die Berge gelaufen ist, um zu dieser Ranger-Station zu kommen. Denn so etwas kann dazu führen, dass man selbst vom Weg abkommt und weiß Gott, wo landet, oder dass man unter Umständen sogar abstürzt. So machte er sich dann am nächsten Morgen auf den Weg und brauchte fast den ganzen Tag, um an dieser Ranger-Station anzukommen. Die Ranger starten daraufhin den üblichen Ablauf in einer solchen Situation. Es wird eine große Suchaktion gestartet. Daran beteiligt sind viele freiwillige Helfer, die professionellen Suchmannschaften des National Forest, Ranger und eine Staffel der Polizei mit Hunden, sowie eine Hundestaffel der Suchmannschaften. Aber die Suche, die bleibt ohne Erfolg. Selbst die Hunde sind nicht in der Lage, irgendeine Spur aufnehmen zu können. Die Suche wird fortgeführt, 9 Tage lang. Es wird ein großes Gebiet abgesucht und am 20. September kommt noch die Air Force hinzu und überfliegt mit Flugzeugen und Hubschraubern das Gebiet. Aber James Metzen bleibt verschwunden. 13 Tage später. Eine Gruppe von Wanderern, die ist in einem wirklich abgelegenen Gebiet in diesem National Forest unterwegs und dort entdecken sie die Leiche von James Metzen. Mehr als 20 Kilometer entfernt von dem Lager, das er zusammen mit seinem Freund aufgeschlagen hatte. Metzen liegt in so einer Art Wassertümpel, der gerade einmal 30 Zentimeter tief ist, mit dem Gesicht nach unten, ca. 5 Meter vom Ufer entfernt. Er ist nur noch mit einer Unterhose und einem T-Shirt bekleidet und ihm fehlen Schuhe und Strümpfe. Und bei der Autopsie, da stellt man fest,
dass er sich das Fleisch der Fußsohlen bis auf die Knochen abgelaufen hat. Die Pathologen geben als Todesursache Erschöpfung an. Wasser in der Lunge haben sie keines gefunden, was bedeutet, dass er wohl nicht ertrunken ist. Aber was das Ganze noch rätselhafter macht, ist die Tatsache, dass die Autopsie ergibt, dass er maximal 3 oder 4 Tage nicht mehr am Leben sein kann. Aber Metzen war insgesamt 13 Tage verschwunden. Wo kann er in dieser Zeit also gewesen sein? Und wie überhaupt kann sich jemand, der so ein erfahrener Wanderer ist, auf einer Strecke von 100 Metern so derart verlaufen, dass man ihn 20 Kilometer weiter irgendwann findet? Ohne Bekleidung, ohne Schuhe. Und dann mit diesen bis zu den Knochen abgelaufenen Fußsohlen. Kein Mensch würde es schaffen, mit so unerträglichen Schmerzen, die das Ganze verursacht, auch nur noch ein paar Meter weiter zu gehen. Das ist ausgeschlossen. Und schon weit bevor die Füße in diesem Zustand wären, wie man sie bei Metzen vorgefunden hat, da würden diese Leute schon keinen Schritt mehr gehen können. Was also ist dort passiert? Und das ist ja nicht der einzige Fall dieser Art, wo man Menschen vorfand mit diesen Verwundungen an den Füßen, mit abgelaufenen Fußsohlen bis zu den Knochen. Was treibt diese Menschen so an? Und bei ganz normalen vermissten Fällen, wo jemand sich verlaufen hat und dann irgendwann wiedergefunden wird, egal jetzt ob verstorben oder lebendig, da gibt es diese Dinge nicht. Da sind die Leute nicht 10 Tage verschwunden, aber erst 3 Tage tot und haben dann bis auf die Knochen abgelaufene Fußsohlen und solche Dinge oder noch diese ganzen anderen Merkwürdigkeiten, die es bei diesen Missing 411-Fällen gibt, die findet man einfach so wieder, wie man sich das vorstellt, wenn sich jemand verlaufen hat. Bei diesen Missing 411-Fällen, da kann man sich noch nicht einmal erklären, wie diese Menschen überhaupt dahin gekommen sein sollen, wo man sie dann gefunden hat. Und in den allermeisten Fällen kann man sich noch nicht einmal erklären, wie sie denn überhaupt verschwunden sind. Und vor allem, wohin? Es gibt einen Fall aus dem Jahre 2010 und der unterscheidet sich aufgrund der Örtlichkeit, wo das Ganze passiert ist, von den anderen Missing 411-Fällen. Er ist allerdings nicht weniger mysteriös. Der Mount Rainier National Park, genannt nach dem Berg Mount Rainier, der sich dort befindet. Am 1. Juli 2010 befindet sich der 57-jährige Eric Lewis zusammen mit einer Seilschaft auf diesem Berg. Er ist ein sehr erfahrener Bergsteiger und er hat in verschiedenen Ländern der Welt schon schwierige Berge bestiegen. Und im Jahr 2010, da hat er schon mehrfach den Mount Rainier bestiegen. Aber an diesem 1. Juli, da sollte auf diesem Berg, in diesem Nationalpark, alles anders laufen als gewohnt. Zunächst kommt die Seilschaft gut voran und alles läuft problemlos. Dann erreichen sie eine Stelle, eine Passage, die als schwierig gilt. Es ist ein Stück steiler Felswand. Sein Kletterpartner, der mit ihm über ein Seil verbunden war, der stieg voraus. Dann hielt er inne, um das Seil zu straffen, an dessen anderen Ende Eric war, so dass dieser dann nachklettern konnte. Doch als er an diesem Seil zog, da bemerkte er, dass es keinen Widerstand gab, so als wäre das Seil nicht mehr an Eric befestigt. Er rief Erics Namen, aber er bekam keine Antwort und beunruhigt zog er das Seil ein. Das Seil war weder gerissen, noch wurde es zerschnitten. Am anderen Ende befand sich der völlig intakte Sicherungshaken, der sich eigentlich an Erics Ausrüstung befinden sollte. Und das konnte eben nur passieren, wenn Eric diesen Haken selber gelöst hätte, aber warum um alles in der Welt sollte er das tun? Erics Wanderpartner stieg wieder ab, aber dort, wo er ihn zuletzt gesehen hatte, wo sie noch ein paar Worte gewechselt hatten, da war er nicht mehr. Dann setzt ein plötzlicher Wetterumschwung ein. Es beginnt zu schneien. Die restlichen Mitglieder der Seilschaft, die sich schon weiter oben befanden, die beenden nun auch ihren Abstieg und kommen wieder hinunter. Gemeinsam suchen sie nach Eric, aber man kann nichts finden, weder ihn noch seine Ausrüstung. Wäre er abgestürzt, dann müsste er unterhalb dieser Felswand zum Liegen gekommen sein, denn dort befindet sich ein größeres Plateau. Aber auch dort war Eric nicht zu finden. Es war, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Weder von ihm noch von seiner Ausrüstung war irgendetwas zu entdecken. Die Gruppe begab sich weiter bergab und informierte dann die Bergwacht und die setzte sofort mit einer größeren Suchaktion an.
Die Bergrettung mit erfahrenen Bergsteigern, die machte sich sofort auf den Weg. Hubschrauber flogen den Berg ab. Eine größere Suchmannschaft, die suchte jeden Winkel unterhalb dieser Felswand ab. Man suchte sogar an Stellen, bei denen man davon ausgehen konnte, dass er dort nie hätte zu liegen kommen können, selbst wenn er abgestürzt wäre. Aber man fand nichts, weder Erik noch seine Ausrüstung. Bis heute nicht. Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum ein Bergsteiger sich von seinem Sicherheitsseil löst. Das macht kein Bergsteiger. Nun taucht vielleicht die Frage auf, wollte er sich lösen, wollte er sich vielleicht das Leben nehmen? Es gibt zwar nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür, warum er das überhaupt tun sollte, denn offensichtlich hatte er ein gutes Leben und ihm ging's gut. Aber selbst wenn es so gewesen wäre, hätte man ihn finden müssen. Denn von dort, wo er dann abgestürzt wäre, da gibt es nicht viele verwinkelte Stellen, wo er eventuell dann verschwunden sein könnte, zwischen irgendwelchen Klippen oder sonst irgendetwas. Es geht dort gerade runter und darunter befindet sich ein Plateau. Die Suche nach Erik, die wurde mehrere Tage lang fortgesetzt. Man fand aber nichts. Warum wurde dann wenige Momente, nachdem er sich mit seinem Freund unterhalten hatte, das Sicherungsseil gelöst und wurde es von ihm gelöst? Und wie konnte er so plötzlich und unbemerkt verschwinden? Und zwar so verschwinden, dass man ihn bis heute nicht gefunden hat. Ein ganz besonders merkwürdiger Fall, das ist der Fall von Aaron Farley. 2012, da besuchte er den Yosemite Nationalpark. Aaron war dort mit Freunden verabredet, die aus verschiedenen Gebieten der USA kamen. Man kannte sich von der Army her. Die Freunde trafen sich also dort und man hatte vor, noch eine Nacht in einem der zahlreichen Unterkünfte dort zu übernachten, um am nächsten Tag eine mehrtägige Wanderung durch den Nationalpark zu starten. Den Abend verbringt die Gruppe in einer Bar. Kurz nach 23 Uhr, da sagt Aaron seinen Freunden, dass er sich nicht ganz wohl fühle und kurz an die frische Luft wolle. Das Angebot, dass ihn jemand begleiten kann, das lehnt er ab und sagt, dass es dann so schlimm doch nicht sei. Er braucht halt nur ein bisschen frische Luft. Doch Aaron kehrt nicht zurück in die Bar. Irgendwann fällt dies seinen Freunden auf und zwei von ihnen gehen hinaus, um nach Aaron zu schauen, aber sie können ihn nicht finden. Vielleicht ist es ihm ja schlechter gegangen, als er es angesagt hatte und eventuell hat er sich auf sein Zimmer begeben und dort hingelegt. Die beiden Freunde kontrollieren dies, aber in seinem Zimmer ist Aaron auch nicht. Sie gehen zurück in die Bar und verständigen die anderen, die noch zu dieser Gruppe gehörten, und alle machen sich auf den Weg, um Aaron zu suchen. Sie finden ihn nicht und dann verständigen sie die Ranger. Die gehen davon aus, dass das Ganze schnell geklärt sein wird, denn vor der Bar, da befinden sich Überwachungskameras. Und so kontrollieren sie die Bänder und entdecken etwas äußerst Merkwürdiges. Aaron kommt aus dieser Bar heraus und passiert den Blickwinkel der ersten Kamera. Dann gerät er in den toten Winkel dieser Kamera, aber mit zwei Schritten müsste er im Blickwinkel der nächsten Kamera auftauchen. Aber das tut er nicht. Und er kehrt auch nicht zur Bar zurück. Es folgt das übliche Prozedere. Es wird eine große Suche eingeleitet, Spürhunde kommen zum Einsatz, etc., etc. Aber Aaron wird niemals wiedergefunden. Bis heute nicht. Die Polizei nimmt die Bänder an sich und sie kontrolliert Stunde um Stunde diese Aufnahmen. Aber niemand nähert sich und bleibt im toten Winkel stehen, um dort eventuell auf ein Opfer zu lauern. Alle, die in die Bar hineingehen oder hinauskommen, sieht man auf beiden Kameras. Niemand bleibt zurück. Aaron scheint in diesem Moment, in dem er in den toten Winkel dieser Kamera hineingeht, von einer Sekunde auf die andere verschwunden zu sein. Das klingt merkwürdig, gar keine Frage. Aber in der Tat ist dies nicht der einzige Fall dieser Art. Es gibt noch zwei weitere Fälle, in denen das Ganze genauso passiert ist. Einer zum Beispiel in Vancouver auf einem Berg, da ist ein Journalist auf ähnliche Weise verschwunden. Gerade war er noch im Blickfeld der Kamera und die nächste erreichte er nicht mehr. Nach einer riesen Suchaktion hatte man ihn dann Tage später in einem Gewässer gefunden, ohne Kleidung, ohne Schuhe. Und wieder gaben die Pathologen an, dass der eigentliche Todeszeitpunkt wesentlich später nach seinem Verschwinden gelegen haben muss.
Genau genommen hätte er oben auf diesem Berg, wo sich sehr viele Touristen tagsüber herumtreiben, 5 Tage lang herumirren müssen, bevor er dann verstarb. Aber er wurde dort von niemandem beobachtet und interessanterweise lag er an einem Ort, an dem die Suchmannschaften zuvor mehrfach gesucht hatten. Was also passiert mit diesen Menschen? David Poleides hat, wie ich am Anfang sagte, mittlerweile so 2700 Fälle in etwa dieser Art ermittelt. Und die unterscheiden sich eben eklatant von normalen vermissten Fällen, wo sich jemand verläuft und dann auf die ein oder andere Art irgendwie wiedergefunden wird, weil er sich eben verlaufen hat. In den Köpfen einiger Menschen, da scheint es aber so eine Art Sperre zu geben. Und es scheint so, dass sie das nicht verstehen, egal wie oft man das nun auch erklärt, dass es nicht darum geht, wie viele Menschen jedes Jahr auf der Welt in irgendwelchen Wäldern sich verlaufen und dann verschwinden und wiederkommen, sondern dass es um die Art und Weise geht, wie diese Fälle ablaufen, was drumherum passiert und wie man die Opfer dann wiederfindet. Dass das sich eben komplett von normalen vermissten Fällen unterscheidet. Und dann ist es vollkommen egal, ob dies in 200 Jahren, in Anführungsstrichen, nur 2700 Fälle waren. Tja, was offen bleibt, ist eben die Frage, was passiert mit diesen Menschen? Offensichtlich sind die teilweise tagelang irgendwie unterwegs, bevor sie dann dahin scheiden. Todesursache kann aber nicht festgestellt werden und wo sie waren, weiß man eben auch nicht. Und hinzu kommt, dass sie eben innerhalb von Sekunden teilweise verschwinden. Ja, das war mal wieder etwas zum Thema Missing 411. Ihr fragt sehr oft danach, wann denn das nächste Video kommt. Viele sagen auch, dass sie keine Lust mehr auf das Thema haben. Ich bin der Meinung, dass dieses Thema eines der rätselhaftesten ist, das wir im Bereich Mythen und Mystery in der heutigen Zeit haben. Und deshalb wird es dann auch gelegentlich weiterhin immer mal wieder einen Bericht zu diesem Thema geben. Aber es gibt ja auch noch genug anderes auf dem Kanal, so wie am kommenden Montag, das ist der 23. Dezember. Da plane ich noch etwas für diesen Tag, ich hoffe, dass ich das hinbekomme. Wenn ihr dieses Video als Information okay fandet, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch, ihr Nationalpark-Schlingel.